müssen wir noch einmal flaschen, ne? Ja. So, und jetzt schauen wir noch schnell nochmal. Aha, Plastik. Das ist zu viel. Der Rest Gummi. Okay. Und nach ausgeschwind. Ernsthaft? Ernsthaft. Ja. Und wenn wir das haben, können wir einen weiteren Meilenstein freischalten. Und wir haben die Stunde und 3 Folgen jetzt heute wieder geschafft. Keine zu großen Projekte, dafür sind wir nicht stabil genug. Und langsam, ja, oh doch, es geht. Und durch die Wand, bom, 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 ui. Okay, das sieht so aus, als sollte es gar nicht so sein. Und zum anderen. Aber wir haben es geschafft. Das heißt, wir müssen jetzt noch... Was wir hätten machen können tatsächlich, wäre... Jetpack-Treibstoff. Hm. Ja, komm, dann... Mach. Kann er nicht schneller? So. Frage ist, was... stellt einen Jetpack-Treibstoff her. Ich guck mal gerade, das müsste ja so gehen, ne? Teile. Der Brennstoff. Ja, ja. Das nennt sich dann Treibstoff. Und das kriegen wir hin. Ja, ja, ist schon klar. Ja, Entschuldigung. So. Das ist übel. Können wir das auch einfach so machen? Nee, wir können den ja nicht mitnehmen. Fuck. Aber mit was stellt man das her? Warte, was wollte ich denn jetzt machen? Achso, ja, Dingens. Meilensteine freischalten. Und zwar... Wir machen jetzt noch Motoren. Was haben wir dafür? Na, statt... Ja, doch ein bisschen was. Wir können welche machen. Wie viel brauchen wir? 100. 100 können wir nicht machen. Aber 44 und kriegen damit dann auch noch ein bisschen Dings frei.
Ah, wir brauchen von beiden zwei, okay. Aber das haben wir alles schön in der Nähe, das ist kein Problem. Ja, jetzt eine Stunde 20 ist ja okay. Aber, na, den Meilenstein würde ich noch abschließen. Und schauen, was wir für den nächsten brauchen. Leere Kanister kann ich herstellen. Aber wie kriege ich den? Ist das über eine Raffinerie wieder? Muss ich mir die Raffinerie nochmal anschauen. Ich baue mir dann einfach mal eine hin. Einfach so, die kann ich ja wieder abreißen. Mache ich jetzt schnell, warte mal. So, Produktion. Raffinerie. Habe ich alles. Außer Platz. Tatsächlich. Gut, weiß ich Bescheid. Haben wir ja schon mal was, was wir dingsen können. So, ja, ich wollte sie eigentlich wieder abreißen. Gut, ja, nee, sonst nichts. Machen wir Motoren. Haben wir den Jetpack und dann wissen wir auch, wie wir die, ja, brauchen wir halt eben noch eine Raffinerie. Den Brennstoff, den Verpackten will ich eigentlich erst haben. Nee, also wir zweigen von dem Plastik nichts ab, sondern wir nehmen uns da einfach mal 300 davon einfach so mit und bauen es dann und dann können wir unseren... Ja. So, was fehlt? Nichts. Sag, Motoren. Fupp. So, schnell mal schauen. Haben wir da? Ja, das System ist doch alles da. So. Können wir weitere 30 machen? Das geht, geht in die Richtung, ne? Was fehlt dann noch? Oh, wir können aber noch Statoren machen in rauen Mengen. Super. Das passt. Wir kriegen das hin. Wir brauchen also noch 56. Das ist kein Problem. Oder? Ach, wir sehen es. Ich kann jetzt nicht rechnen. Ne, ein paar Rotoren brauchen wir auch noch. Sehen wir gleich.
Ist ja nicht weit. Aber es wäre schöner, es wäre hier. Eigentlich ist es unsäglich, was ich da mache, ne? Naja, aber egal. Ja, mach einfach weiter. Ist die Dingstaste jetzt kaputt oder was? Das Geräusch, wunderschön. Pratzel, pratzel, pratzel. So, dann machen wir die 7 Rotoren. Ja, komm, mach. So, und jetzt schauen wir noch. Erstmal, zack. Die noch rein. Brauchen noch 21. Das heißt, wir brauchen 42 von beidem. Das ist sehr knapp und sehr schade. Haben wir irgendwo noch ein Motoren, einen Rotorenrest. Ja. Das macht das Ganze. Perfekt. Das ist nicht wahr, oder? So. Wir müssen das Ganze auf 42 kriegen. So. Wir haben doch alles da und kriegen hier auch ein bisschen aufgeräumt dadurch. Lass es mich mal so zeigen, dass wir die Motoren auch sehen. Ja, bis wir da auf 21 sind. Ah, die brauchen so lange. Was ja auch Blödsinn ist, weil eigentlich haben wir ja alles dafür da. Also wir könnten die auch schnell holen gehen, aber das ist... ja. La, la. Oh, ich freue mich. Hiernach nehme ich noch eine Stunde Farmers Dynasty auf, damit wir da auch nicht komplett rauskommen. Was sind eigentlich die Schrauben hin, die ich gemopst habe? Habe ich wieder woanders hingelegt, ne? Ja. 20. 21. Was brauchten wir die schweren Rahmen? Nochmal hatten wir die dann doch hingekriegt? Ich weiß es nicht mehr. Es wird ein Motor übrig bleiben, das ist super. Mach's jetzt mal mit der Maus. Die Space-Taste ein bisschen zu. Dann schauen wir. Ja, Jetpack. R&D inflated your pocket dimension and has provided a jetpack, which operates on oil-based fuel for increased navigational capabilities as well as odds of survival. So,
Wo ist er? Jetpack. Wir brauchen dafür, haben wir. Was ist das? Platine. Wir brauchen 15 Platinen und sonst nichts. 15 Platinen. Eins, zwei, drei. Oder haben wir Platinen? Ja. Wir brauchen 3 Platinen. Wir bauen ein Jetpack. So, wir könnten den jetzt da, aber oh, er hat uns eins geschenkt. Sehr schön. Wir haben einen Jetpack. Wir werden ihn noch nicht benutzen. Weil... Weil... So, schnell nochmal hier reingucken. Was können wir jetzt nochmal hier machen? Das war doch irgendwie schön. Ach, das ist so blöd. Ja, den Highspeed-Anschluss haben wir ja. Dazu fehlen 50 Highspeed-Anschlüsse. Hierfür? Ja, noch mehr Motoren und so weiter. Ist okay. Ich würde sagen... Wir schauen mal schnell. Was wir dafür brauchen. Ja, okay, ein bisschen was. Dann nochmal die Frage, wo habe ich denn jetzt die Schrauben hingelegt oder habe ich die verbaut? Ich habe doch Schrauben gesammelt. Warte mal. Ernsthaft? Okay. Ihr habt es nicht gesehen, oder? Da, nee. Ah, davon haben wir noch genug. Aber es fehlt wieder der Gummi. Mhm. So. Aber die Frage, Schrauben. Ich habe doch Schrauben. Alle verbraucht? Ja, anscheinend. Seht ihr mal. So durch bin ich schon und ich wollte ja eigentlich schon vorher Schluss machen. So. So, jetzt lasst mal überlegen. Schrauben. Schrauben. So, von diesen Rahmen brauchen wir momentan jede Menge für die Meilensteine. Und zwar genau dafür brauchen wir 50. Wie viel können wir machen? 5, das ist ein Anfang. Wir brauchen 100 Schrauben pro. Alles klar. Das wird jetzt nichts. Das heißt also für heute... Ah, ne, gut. Müssen wir auch noch warten. Ja, nicht wirklich, aber egal. Kommen wir schon uns das mal an. Schnell nochmal an. Wo ist er? Ne, da. Das sieht ein bisschen sehr wackelig aus, ne? Und er kommt immer falsch rum an. Hauen wir da jetzt erstmal rein, was wir haben. Das sind alles tolle Sachen.
wenigstens genug. Davon nicht, aber davon. Nee, was ist das? Computer. Hm. Können wir Computer bauen? Wenn nein, warum nicht? Ballons. Ah, Platinen fehlen. Okay, Platinen können wir machen. Aber wie viel brauchen wir pro Computer? 10. Mhm. Alles klar. Wir kommen langsam aber sicher zu einem Punkt, wo das alles und schon wieder brauchen wir Schrauben. Gut. Also, danke fürs Zuschauen. Schnelle 4 Folgen, nochmal um dran zu bleiben. Wir machen demnächst auch wieder längere Sessions, wenn ich wieder muss. Also nicht falsch verstehen. Wie gesagt, wir haben Mitte Mai jetzt, wenn die Folge hier rauskommt, geht es schon in den Oktober, weil ich viel vorgearbeitet habe und deswegen sage ich, wenn ich wieder muss, ich spiele unheimlich gern Satisfactory und ich werde es auch immer wieder gerne spielen. Und für heute ist es aber Schluss damit. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.